Hallo Liesen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich backe heute Buttermilch-Schokokuchen und wollte euch das Rezept einfach mal zeigen. Ja, das Ganze wird praktischerweise in Tassen gemessen. Ich habe jetzt hier so eine Tasse, ich glaube, das ist so eine, die einfach, ich glaube, 250 Milliliter fasst. Ich habe die nicht ganz voll gemacht, also so bis 1 cm unter den Rand. Ja, und ihr braucht dafür 250 Gramm Butter oder Margarine. Ich habe jetzt diese Soja-Margarine genommen. Dann braucht ihr 3 Eier. Ein bisschen Natron, also ein Teelöffel Natron, 50 Gramm Backkakao, dann habe ich hier 4 Tassen Mehl, dann 3 Tassen Zucker. Ich habe hier weißen und braunen Zucker gemischt, weil der weiße Zucker alle war und ich dann nur noch Rohrzucker da hatte. Und natürlich eine der wichtigsten Zutaten für einen Buttermilchkuchen ist die Buttermilch. Hier seht ihr übrigens mein Curry, das habe ich mir jetzt zum Mittag gekocht, das werde ich dann gleich nochmal essen. 2 Tassen Buttermilch braucht ihr dann noch. Jetzt mixen wir einfach erstmal die ganzen Grundzutaten. Also das kommt alles in eine große Schüssel und wird dann mit einem Rührgerät sozusagen vermischt. So sieht das Ganze jetzt aus und ich muss sagen, das ist ziemlich viel Teig geworden. Also ich glaube, das werden 2 Backbleche voll. Ist ja auch eigentlich fast 1 Kilo Mehl, weil so eine 250 Milliliter Tasse, ja, und davon eben 4 mit Mehl voll, ja, können 1 Kilo Mehl sein. Also ich glaube, damit kommt ihr echt für 2 Backbleche hin. Der Teig kommt jetzt quasi aufs Backblech und wird da ausgestrichen. Ich empfehle euch, das gleich auf Backpapier zu machen oder ihr müsst halt das Backblech mit Butter einfetten. Aber ich finde es echt praktischer, wenn man da gleich Backpapier benutzt. Und ja, das mache ich jetzt. Das kommt jetzt aufs Backblech und danach kommt der Kuchen für 20 bis 30 Minuten für 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Genau, und dann stecht ihr einfach immer mal rein mit so einem Holzstäbchen. Dann seht ihr ja, ob noch was am Holzstäbchen kleben bleibt. Wenn ja, dann lasst ihr ihn noch ein bisschen drin. So, bei mir sind es jetzt doch 2 Bleche geworden. Hier so ein großes und dann nochmal so ein kleineres, längliches. Ihr müsst auch bedenken, dass der Kuchen ja noch ein Stück hochkommt durch das Backnatron. Deswegen macht das vielleicht nicht so voll, nicht, dass es am Ende überläuft. Und der Teig ist einfach mal mega lecker. Ich habe ja auch ganz sorgfältig die Schüssel ausgekratzt. Das habe ich schon mal als Kind geliebt, wenn ich mit meiner Mutti gebacken habe. Da durfte ich immer die Schüssel auslecken. Ja, jetzt kommt er, wie gesagt, für 20 bis 30 Minuten in den Ofen und dann sehen wir uns wieder. So, mein Kuchen ist jetzt fertig und ist jetzt auch schon ein bisschen abgekühlt. Und deswegen rühre ich jetzt den Guss zusammen. Dafür habe ich hier, wie gesagt, die 125 Gramm Butter, 200 Gramm Puderzucker und eine halbe Zitrone braucht ihr. Das Bild ist leider gerade ein bisschen gelb. Die Butter schmelzt sich jetzt ganz langsam in der Mikrowelle und dann wird das Ganze vermischt mit dem Puderzucker und dem Zitronensaft und zu einem glatten Guss gerührt. Und das Ganze kommt dann hier auf diesen schönen Kuchen und wird hier schön verteilt. Also so sieht die fertige Masse aus. Das ist einfach so eine weißlich-gelbliche Flüssigkeit. Und die trage ich jetzt auf den Kuchen auf mit so einem Silikonpinsel. Ihr könnt aber auch einen Backpinsel nehmen oder einen Löffel. Aber ich finde, damit geht das ganz gut. So, und damit ist der Kuchen eigentlich auch schon fertig. Der Guss wird dann relativ fest. Also auch gut schnittfest sozusagen. Und ihr könnt das Ganze aber auch noch verzieren mit bunten Streuseln oder zum Beispiel mit Smarties, so für Kindergeburtstage oder, weiß ich nicht, kleinen Nüssen oder Kokosraspeln oder Schokoraspeln oder was euch auch immer einfällt. Also da könnt ihr noch eure Kreativität rauslassen sozusagen. Und ja, ansonsten ganz einfacher, fixer, schneller Kuchen, der unglaublich lecker schmeckt. Und ja, probiert ihn doch mal aus. Ich würde mich freuen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!